know my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always friends. Ja, Monate, Glitch TV hat ein neues Video für euch und heute zeige ich euch einen brandneuen Solo Unlimited Money Glitch in GTA 5 Online im Patch 1.42. Dieser Money Glitch ist wirklich mega einfach und funktioniert 100%ig auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Der Founder dieses Glitches ist Tuto Facile Francais. Link zu seinem Kanal ist auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung. Ebenfalls findet ihr in der Videobeschreibung ein englisches Text-Tutorial, damit ihr diesen Glitch einfach nochmal Step-by-Step durchgehen könnt, falls ihr diesen Glitch jetzt nicht verstehen solltet. Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal bedanken, dass wir beim letzten Video die 200 Likes geknackt haben und falls wir auf das heutige Video wieder die 100 Likes packen würden, das würde mich auf jeden Fall wirklich richtig, richtig freuen. Auf jeden Fall genug rumgelabert, fangen wir auf jeden Fall jetzt erstmal mit den Vorbereitungen für diesen Glitch an. Als allererstes braucht ihr auf jeden Fall einen Lowrider, den ihr verdoppeln könnt, weil ihr könnt leider keine Sportwagen verdoppeln, das heißt die Duplikate könnt ihr leider nicht verkaufen. Ich würde euch auf jeden Fall raten, einen voll aufgetunten LG Retro Custom zu verwenden, denn für jedes Duplikat erhaltet ihr über 900.000 GTA-Dollar. Ganz wichtig ist, dass ihr auf dem Auto, was ihr verdoppeln wollt, sich ein iFruit-Kennzeichen befindet, denn habt ihr kein iFruit-Kennzeichen auf diesem Auto, dann könnt ihr leider dieses Auto am Ende nicht verkaufen. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch eine volle Garage. Es ist wirklich vollkommen egal, welche Garage das ist, ob das eine 2er, 6er, 10er oder Firmengarage ist. Das ist auf jeden Fall vollkommen egal. Habt ihr nicht genug Geld, euch die ganzen Fahrzeuge hier reinzustellen, dann könnt ihr euch ganz einfach die ganze Zeit kostenlose LEDs in die Garage reinbestellen oder ihr stellt euch einfach die ganze Zeit Straßenfahrzeug in eure Garage rein. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch eine Basis, das ist auf jeden Fall wichtig, denn habt ihr keine volle Basis, dann könnt ihr mit diesem Glitch nicht beginnen. Es ist ebenso wie bei den anderen Garagen, habt ihr nicht genug Geld, euch hier Autos reinzukaufen, dann tut euch einfach Straßenfahrzeuge in diese Basis reinstellen oder ihr tut euch einfach kostenlose LEDs in die Basis reinstellen. Das war's auf jeden Fall jetzt erstmal mit den Vorbereitungen für diesen. Fangen wir auf jeden Fall mit den ersten Schritten vom Glitch an. Als allererstes müsst ihr auf jeden Fall jetzt erstmal euer Interaktionsmenü öffnen und dann tut ihr den Spawnpunkt auf die Garage setzen, wo ihr euer Duplikat reinhaben wollt. Ganz wichtig ist, diese Garage muss voll sein und in dieser Garage darf sich nicht das Auto befinden, was ihr verdoppeln wollt. Dann müsst ihr einfach bloß noch mit dem Auto aus einer anderen Garage, was ihr verdoppeln wollt, rausfahren aus eurer Garage und zur Basis fahren. Jetzt erhaltet ihr eine Meldung, dass die Basis voll ist und jetzt müsst ihr diese Meldung einfach bloß noch bestätigen und so schnell wie es geht einfach bloß noch auf Start, Online und neue Sitzung finden. Jetzt zeige ich euch noch eine Variante, die nur die Leute auf der PS4 machen können. Diese Variante ist meiner Meinung nach auch ein bisschen einfacher, aber bei der braucht ihr wirklich mehr Timing. Das heißt, ihr braucht wirklich Timing. Ihr braucht auf jeden Fall erstmal eine Anwendung, die GTA stoppt, wie zum Beispiel Netflix, YouTube oder den Media Player. Dann fahrt ihr wieder mit dem Auto, was ihr verdoppeln wollt, an die Basis ran und ihr erhaltet die Meldung, dass die Basis voll ist. Dann bestätigt ihr diese Meldung einfach bloß noch und dann müsst ihr einfach bloß noch irgendeine Anwendung starten, die GTA stoppt, wie zum Beispiel Netflix, YouTube oder den Media Player. Habt ihr dann die Anwendung gestartet und es steht da, dass GTA in den Ruhemodus versetzt wurde, dann geht ihr einfach wieder zurück nach GTA und in GTA tut ihr jetzt einfach bloß noch die Meldung bestätigen. Habt ihr alles richtig gemacht und ihr hattet das richtige Timing, dann spawnt ihr jetzt einfach in einer neuen GTA 5 Online-Sitzung und sobald ihr in dieser GTA 5 Online-Sitzung angekommen seid, werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass ihr jetzt bei eurer Garage spawnt, denn wir haben ja unseren Spawnpunkt, bevor wir den Glitch gemacht haben, auf die Garage gesetzt, wo wir unser Duplikat reinsetzen wollen. Und habt ihr alles richtig gemacht, dann seht ihr oben schon, dass ihr jetzt ein Auto auswählen könnt und jetzt wählt ihr euch einfach irgendein Auto aus, was bei dem Glitch verloren geht, wie zum Beispiel einen kostenlosen LG. Ihr seht das auf jeden Fall jetzt hier im Hintergrund, wir haben jetzt das Auto 100%ig dupliziert und da das Ganze kein Fake ist, zeige ich euch, dass das Ganze wirklich zu 100% funktioniert hat, denn ich habe hier bei meinem Eclipse Tower 2 Garagen und wir gehen jetzt einfach wieder in die andere Garage rein, denn in dieser Garage habe ich das Auto, was wir bei dem Glitch verdoppeln wollen.
Ihr seht das jetzt hier im Hintergrund, ich gehe jetzt einfach in meine andere Garage rein. Und wenn wir dann in dieser Garage angekommen sind, dann könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass sich genau da derselbe LG Retro Custom wie am Anfang des Videos befindet. Und jetzt könnt ihr diesen Glitch einfach die ganze Zeit wiederholen und ihr könnt ihn wirklich die ganze Zeit machen. Und dieser Glitch ist wirklich mega einfach und ich würde wirklich jedem raten, diesen Glitch auszunutzen, weil dieser Glitch wirklich mega, mega einfach ist. Dann war es das auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Video. Ich würde mich wirklich mega darüber freuen, wenn wir bei diesem Video die 100 Likes packen würden. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Haut rein und ciao.